Volle Bahnsteige, leere Gleise, stehende Züge. Der Mainzer Hauptbahnhof am späten Nachmittag, Zugausfälle und Verspätungen wegen einer bundesweiten Störung, so die Erklärung auf der Anzeigentafel. Dann endlich halt diese Durchsage über die Gleise. Uns liegen jetzt weitere Informationen vor. Der Zugverkehr wird voraussichtlich in Kürze wieder aufgenommen. Eine Funkstörung. Mehr wissen die meisten Bahnreisenden nicht. Und jeder hat eine eigene Geschichte zu erzählen. Weil sie entweder an Bahnhöfen gehalten haben, wo sie gar nicht hin wollten, oder auf Züge gewartet haben, die nicht kamen. Seit 3 Stunden sind wir schon unterwegs. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ja. Und dann immer wieder aufs andere Bahngleis, mal hier, mal da. Also es ist schon heftig. 1,5 Stunden habe ich gewartet, aber ich werde jetzt abgeholt per Auto. Ich wollte eigentlich nach Saarbrücken weiterfahren und habe über 2 Stunden jetzt in Frankfurt gestanden. Der eine Lokführer, der auch dort stand, der hat sich viel mit den Leuten auf dem Bahnsteig unterhalten und der hatte auch überhaupt keine Ahnung, was los ist. Der Zugfunk im Großraum Frankfurt war ausgefallen. Ein zentraler Knotenpunkt im Nah- und Fernverkehr. Betroffen waren deshalb alle Züge, die Frankfurt als Ziel- oder Abfahrtsort haben. Laut Bahn konnte die Störung nach 2 Stunden behoben werden. Beeinträchtigungen seien aber bis Betriebsschluss möglich. Was die technische Störung ausgelöst hat, ist aber noch nicht bekannt.